Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Stadtfilmabend. Ich habe keinen Überblick mehr drüber, welche Nummer das ist. Muss ich mir dann nachher irgendwie raussuchen. Und zwar, was bisher geschah. Ich habe versucht, eine Folge zu filmen. Ja, euch wird auffallen, dass das eine andere Basis ist. Aber, wie man sieht, Naomi ist immer noch da, Ratte ist immer noch da und die ganzen anderen Leute sowieso, und zwar, weil ich kein neues Spiel angefangen habe, wie ich das normalerweise mache, wenn ich keine Lust mehr habe auf die Gegend, wo wir sind, sondern, wie wir hier gleich sehen werden, bin ich umgezogen mit einer Karawane. Ich hätte das auch gerne dokumentieren wollen. So, wir sind jetzt hier unten beim René-Gebirge. Und hier sind diese beiden Wettereinflusssachen, wegen denen wir abgehauen sind. Hier einmal der Klimaregulator, der alles 10 Grad kälter macht. Und hier der Sonnenblocker, der dafür sorgt, dass hier keine Sonne mehr scheint. Hier war unsere Basis. Dann sind wir hier die Straße entlang marschiert. Hier sind dann plötzlich alle Hühner gestorben und ich musste nochmal neu laden. Und dann ging das hier wieder los und dann sind wir wieder hier runter und dann wurden wir hier überfallen und jemand hat Carsten getötet und ich musste neu laden und dann sind wir hier wieder los und dann ging es hier weiter und zack und hier sind wieder alle Tiere erfroren und dann ging es hier runter und hier bin wir, wo sind wir jetzt? Sind wir hier? Ja, wir sind jetzt hier, genau. Und wir haben uns hier angesiedelt, weil hier sind wir im gemäßigten Gebiet. Das heißt, wir haben ja eine längere Pflanzperiode. Ich glaube momentan von 30 oder 20 oder so Tagen. Schauen wir mal. Mal gucken. Wo sehen wir das denn hier? Planet, Gelände. 30 Tage Pflanzperiode. Das heißt, die Hälfte des Jahres können wir pflanzen. Und das ist schon mal gar nicht schlecht, weil dann haben die Pflanzen auch vielleicht eine Chance, mal reif zu werden. Nicht wie da oben in der Eiswüste. Dann haben wir hier Gebirge, was auch mal ganz toll ist, weil da finden wir Metalle drin und so und Bauteile. Und man kann sich Höhlen reinbauen, die verhältnismäßig sicher sind vor Überfällen. Also da hat man dann meistens nur eine oder vielleicht zwei Seiten, von der die Leute kommen können. Und das ist leichter abzusichern. Ja, dann ist die Krankheitshäufigkeit nicht so groß wie da oben. Und ja, und wir haben Sandstein, Schiefer und Marmor en masse. Das heißt, selbst wenn wir Mauern bauen können, können wir die diesmal aus Stein bauen und müssen die nicht aus lustigen Holzstöcken bauen. Okay. Und wir sind weit genug weg von der Straße, dass das vielleicht die Räuber hier oben alle, ich glaube, die haben uns hier mal überfallen. Und hier oben sind weiter welche, aber die machen sich hoffentlich nicht die Mühe, uns hier zu erreichen. Und was noch wichtig ist, Meer ist in der Nähe und man kann wohl jetzt angeln oder so. Müssen wir mal ausprobieren. Ich weiß nicht, wie das geht. Ja, das können wir mal ausprobieren. Gut, also sind wir jetzt hier in diesem Gebiet. Ich habe hier schon ein paar Räume angelegt. Die ganzen Steine hier müssen noch rausgeräumt werden. Das ist der neue Aufenthaltsraum mit Esstisch und diesen lustigen, komischen Schachbrettern. Hier unten haben wir einen Notfall. Also das sind alle Tiere, die überlebt haben. Gänse, also man hat uns Gänse verkauft, aber die sind gestorben leider, die sind erfroren. Aber wenigstens haben wir noch ein paar Hühner übrig. Das hier ist jetzt die neue Küche. Und ich weiß, Markus, du wirst schreien, weil das alles wieder so unordentlich ist, aber was soll man machen? Sieht halt jetzt so aus. Ist halt so, wenn man umzieht, ne? Dann wohnt man halt erstmal zwischen Kisten und so. Gut, das sind die neuen Felder. Hier liegt schon wieder ein totes Tier, ein Insekt, okay. Und hier oben gibt es ein paar natürliche Höhlen, wo Kerstin gerade hier tote Käfer, Riesenspinnen, tote Riesenspinnen wegträgt. Die wir vielleicht, wenn sie noch nicht verrottet sind, essen können. Und hier können wir eigentlich den zweiten Teil der Basis bauen, weil hier sind ja schon Gänge vorhanden. Das sieht jetzt alles nicht so besonders ergonomisch aus hier, der Grundriss, aber
Mal sehen. Guti. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, wie das hier aussieht. Wir haben schon alle irgendwie zu Sachen verdonnert. Markus möchte, dass jemand nur sauber macht. Wen nehmen wir denn da mal? Nehmen wir Bench. Der hat den richtigen Beruf dazu. So. Bop, 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 bop. Soll er tragen oder soll er nur reinigen? Machen wir mal nur reinigen, dann wird das ordentlich hier. Okay, nun du schweißt, Kerstin nimmt die lustigen Insektenviecher auseinander. Kann mal einer das Teil da wegtragen? Damit die Tür zugehen kann, damit es hier vielleicht mal kalt wird. Wutanfall Nussi. Nussi hat einen Wutanfall. Er wird wahllos auf Möbel, Gegenstände und Strukturen einschlagen. Dies geschah aufgrund von schlechter Laune. Der Auslösungsfaktor war verhungert. Um Himmels Willen, Nussi. Nicht die Lampe, Nussi. Nimm doch ein leckeres Stück Insektenfleisch. Haben wir hier schon Aufgaben? Ja. Aufgaben hinzufügen, einfache Mahlzeit kochen, machen wir mal, wiederhole für immer. Das scheint gerade wichtig zu sein. So, haben wir nicht hier, wir sind doch hier irgendwo angekommen. Wo sind unsere, haben wir hier gar keine Nahrung mitgenommen? Haben wir wirklich alles aufgegessen? Scheinbar. Also hier liegt das Zeug, mit dem wir angekommen sind. Und ich finde hier keine Nahrung. Das ist ja natürlich ätzend. Ja, dann hoffen wir mal. Ah, wir haben wieder Lamas dann. Wenn wir die gezähmt haben, heißt das. So, wo macht Bench denn gerade sauber? Bench isst Insektenfleisch roh. Okay. Warte mal, wir haben doch hier bestimmt in der Gegend, hier wachsen doch irgendwo. Irgendwo wachsen hier doch Beerenbüsche oder sowas, was man abernten kann, damit man mal ein bisschen andere Nahrung hat als diesen Quatsch hier. Oh nee, keine. Da sind welche, okay. Hier sind auch welche. Hier sind auch noch welche, okay. Stellen wir das einfach überall ein und hoffen wir, dass irgendjemand sich darum kümmert. Zum Beispiel Nussi, der jetzt sich wieder beruhigt hat. Nussi traf geglätteter Marmor mit seiner Waffe, Maschinenpistole. Nussi zertrümmerte geglätteter Marmor mit seiner Waffe, Maschinenpistole. Nussi zwickte geglätteter Marmor flink mit dem Lauf seiner Waffe, Maschinenpistole. Okay. Nussi und Markus redeten über das Besaufen. Nussi sagte Carsten etwas über Frauen. Nee, über Frisuren, okay. Nussi sagte Carsten etwas über Frisuren. Glatzentipps oder was? Nussi und Nuno unterhielten sich über leckere Mahlzeiten. Okay, das klingt einigermaßen glaubwürdig. Okay. So, siehste. Der Quatsch wird schon rausgetragen. Bench, zeig mal, wo du sauber machst hier. Ah. Müssen das mal hier glätten, damit das nicht so scheiße aussieht. Rasend vor Wut, Heiko. Sehr hungrig. Okay. Er wird jeden angreifen. Dann hoffen wir mal, dass hier niemanden... Was? Kerstin! Was? What the fuck, Kerstin? What the fuck? In den Rücken geschossen. Was? wo bin ich?
Hier, okay. Kann mich mal einer verarzten? Achso, hat schon einer gemacht. Sehr gut. Starke Lebensmittelvergiftung. Okay. Mann, Mann, Mann. Haben wir niemanden, der kocht hier? Haben wir wirklich niemanden, der kocht? Das kann Kerstin mal machen. So. Fertig. Kein Material? Warum können wir mit dem Insektenfleisch nichts kochen? Insektenfleisch. Gut. So, jetzt kannst du, Kerstin. Koch mal Insektenfleisch. Aktuell kein Koch? Was? Habe ich doch gerade eingestellt, oder nicht? Nee, ich habe Tierpflege. Ugh. Kerstin lässt sich nicht in eine Schublade stecken. Schießt einem lieber in den Rücken. Siehst du, da fegt der Mensch den Fußboden wenigstens. Ist das nicht großartig? Haben wir eigentlich die Tiere schon auf dem Gebiet limitiert hier? Ja, das ist das Tiergebiet hier. Aber was wir hier mal machen können, ist, wir können die Tiere mal von unseren Feldern fernhalten. Und irgendjemand, ich will Nussi nicht scharf angucken, könnte vielleicht mal Feldarbeit, nicht Bergbau, Quatsch, Feldarbeit bitte, Nussi. Ratte hat scheinbar Carsten abgelöst als Forscher. Wunderbar. Von Kerstin in den Rücken geschossen, ich komme nicht drüber weg. Vorratskapsel, vielleicht essen. Tatsache, leckere Steaks. So. Nicht priorisieren von, was ist das? Luchsfleisch. Bin ja nicht so der Fan von Fleischfresserfleisch. Kriegt man da nicht irgendwie Kreuzfeld-Jakob von oder so? So, Jefim, Nono kann auch mal das schnell reintragen, weil wir brauchen es. Bevor die Tiere das wegfressen. Ach, Jefim hat ja immer noch Holzbein, ne? Der braucht ein bisschen... Ah, Hydrokulturen, Forschungsmenü, okay. Also, gut, wenn wir jetzt nach Herrn Bürger gehen, dann sagt er, wir sollen unbedingt einen Mörser erfinden, weil den brauchen wir. Bup, machen wir mal. So. Siehst du, spielen hier Schach, sitzen am Tisch. Paprikateich. Sollen wir diese Siedlung Paprikateich nennen? Mal gucken, was wir an anderen Namen vorgeschlagen bekommen hier. Hartverhofen. Craterton. Pokerpolis. Oder Pokerpolis. Flint. Hermagrad. Crosbyton. Dannebro. Okay, Sherwood. Sherwood ist gut. Rommehöhle. Mundstadt. Steinbruchhausen. Klingt doch gut. So. Carsten schläft mit zwei Findlingen im Bett. Okay.
Schlafzimmer fast eindrucksvoll, okay. Wie geht's eigentlich den Tieren? Wie baut man denn jetzt diese Fischereigeschichten hier? Trichter, Brauerei, Steinmetz-Dings. Steinmetz-Dings können wir mal bauen. Ungünstige Temp. Ach so. Innen ist noch zu kalt hier, weil es draußen so kalt ist. Okay, das heißt, wir müssen Heizungen bauen. Und wir haben vielleicht auch mal eine oder andere Batterie hier. So. Ja, 6 Grad ist immer noch nicht so warm, ne? Bauen wir hier mal noch einen hin. Okay, wir können, glaube ich, noch eine Batterie. Bauen wir noch 2. So. Und dann vielleicht hier noch eine andere Stromquelle, so. Ach ja. Bifilé. Hier und hier haben wir auch noch. Da ist sogar Gold hier. Gold. Gold und Silber mag ich sehr. Kann es auch gut gebrauchen. Ruppdidupp. Nein! Hahn 5's Bericht. Unterernährung ließ Hahn 5 hinfallen. Okay, Unterernährung. Das heißt, wir müssen das Gebiet 1, wie viel größer können wir es noch machen, damit wir hier noch unsere... hier können die essen. So. Das Problem ist nur, dann wird wahrscheinlich irgendwie irgendein Raubtier... wird sich daran machen und die auffressen. Kerstin, Bench, Markus, Carsten. Kerstin, Carsten, Bench, Markus. So, Aufgaben. Beliebige Steinblöcke für immer herstellen.
Was ist da jetzt wieder los? Ich habe schon wieder eine Handy-Nachricht bekommen. Okay. Starker Schneefall. Oh je. Geht das schon wieder los? Ist gerade Herbst. Wovon sollen wir denn essen hier? Wildtiere. Esel, Gazelle, Truthahn. Truthahn wollten wir zähmen, ne? Gazelle. Rotfuchs, Waschbär. Boomratte lieber nicht. Die beiden Eichhörnchen, das können wir mal alles mit essen hier. Ratten sind lecker. Warum? Oh, toll. Super. Königlicher Tributeintreiber, der kann sich mal gehackt legen, der königliche Tributeintreiber. So, jetzt baut mal die Stromleitung hier. Das ist wichtig. Markus, nicht immer nur so ein bisschen Stromleitung. Wir brauchen alles Stromleitung. Hey. Verrottet im Freien. Da müssen wir langsam müssen wir den Scheiß mal reinholen. Tut mir leid. Will kein Träger sein. Ich möchte aber bevorzugtermaßen kein Träger sein. Okay. Truthahn wurde zahm. Sehr gut. Truthahn. Wunderbarer Truthahn. Kein Materialstahl. Okay. Das heißt, wir brauchen jemanden, der Bergbau macht. Steckt sich im Raum, Heiko. Was ist denn mit Bench los, sag mal? Permanenter Bruch an der Wirbelsäule, das ist jetzt gar nicht so gut, oder? Advanced Powerclaw. Wie ist denn das passiert? Kämpfen bei dir, Zubereitung. Ha! Unterernährung ließ Benchcoller. Unterernährung? Warum hast du einen Bruch an der Wirbelsäule? Extreme Unterernährung, okay. Haben wir nicht irgendein Essen, müssen wir doch da haben, oder? Oh, jetzt sterben die Hennen wieder. Gib auf, Kass! Fuck! Okay, das ging ja gut los hier. Aber dass wir uns den Strom selber ausgestellt haben mit diesen Blaupausen, das war auch vielleicht nicht so gut. Jefim hat Lebensmittelvergiftung bekommen.
Okay, vielleicht sollten wir da jetzt Winter ist, vielleicht sollten wir früher auf Jagen gehen und das Ganze dann nochmal versuchen vom letzten Spielstand. Vielleicht wäre das eine Idee. Und dann sorgen wir gleich dafür, dass der ganze Stein hier rauskommt. Carsten hat es sich noch einmal überlegt und bleibt doch. Okay, dann können wir ja vielleicht doch hier weiterspielen. Bewusstloser Kolonist, Jefim. Alle unterernährt. Kannst du den mal bitte retten, Nussi? Nussi sieht den da liegen und denkt sich, ich setz mich mal an den Tisch. Der ist ja auf dem Fußboden gut aufgehoben. Bench verstarb? Tod Bench an Unterernährung? Okay, gut. Würde ich sagen, nehmen wir das hier als Generalprobe und versuchen das beim nächsten Mal nochmal. Eigentlich ist noch nicht ganz eine halbe Stunde, aber was soll's. Wie gesagt, liked dieses Video und schreibt einen Kommentar und macht, was ihr nicht lassen könnt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt, lustiges Leute sterben mit Heiko. Bis denn.